Und da sind wir auch wieder zurück bei Final Fantasy 14. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, immer noch da seid oder wie auch immer ihr jetzt gerade dazugestoßen seid. Es freut mich sehr. Ja, wir sind immer noch hier im Dörfchen unterwegs und wollen den Menschen im Dorf helfen, sich nicht zu verwandeln. Denn verwandeln bedeutet Tod, Tod verderben. Und all das Ganze drumherum. So wie es sich halt eben gehört. So, nebenbei sind wir auch auf der Suche nach Windätherquellen. 400 Jalme nach Westen, gar kein Problem. Da gehen wir doch gerne lang. Schauen wir doch mal. Wir müssen eh dann nach Norden. Von daher passt das sehr gut. Noch weiter Westen. Noch weiter Westen. Ja, klar, natürlich. Ganz weit in Westen müssen wir. Hier wahrscheinlich oben drauf oder da oben drauf. Schauen wir mal. Nordwest. Also jetzt die Richtung. Ich mache hier diese kleinen Umwege, weil ich dann keinen Bock habe, wieder 40 Minuten oder 50 Minuten die Windätherquellen zu suchen. Mal das lieber nebenbei. Wir müssen eh zu diesem Tempel da drüben hin. Blitz. Blitz und Donner. Südwest. Südwest. West. Hier ist Südwest. In 40 Süden. Oh. West. Ein Splint. Die da oben? Die ist da oben. Dann habe ich die ja hier übersehen. Och nö. Ach kommt. Kann ja ein Schwar sein. Wie gesagt, wir haben alle Zeit der Welt. Vermutlich ist, sind Alfino und Alizé eh wieder am Kaffee trinken oder irgendwie so ein Kram. Irgendwas absolut nicht Produktives. Können sich ja ausruhen, wenn die Kriegerin des Lichts hier durch die Gegend tourt. Wäre ja nicht das erste Mal. Ärgert mich nur, dass ich die nicht vorher schon... Nicht schon vorher... eingesammelt habe, als ich hier oben durch die Gegend getourt bin. Super Ärgernis. Aber egal. Danach geht's hier runter zu dem Tempel. Zur Stätte der alten Götter. Da bin ich mal gespannt, was da so auf uns warten wird. Denn wir sind diesem Elefanten hinterhergelaufen. Oh. Hier, da ist er doch. Wunderbar. Damit haben wir eigentlich auch schon fast alle Windätherquellen, glaube ich, für dieses Gebiet. Zwei fehlen uns noch. Wir sind hier wahrscheinlich irgendwo in dem südlichen Teil. Da müssen wir jetzt nicht so auf die Schnelle hin, glaube ich. So, Süden, Südwesten 560 Jalme. Viel zu weit weg. Lieber die Quest machen. Sage ich jetzt. Später sage ich was anderes. Später fluche ich wieder, warum ich das nicht eher getan habe. Aber zumindest haben wir jetzt schon zwei von den drei neuen Gebieten. Nee. Doch zwei von den drei neuen Gebieten, die wir bisher gesehen haben. Ich frage mich, was noch kommt, weil... Labyrinthos konnten wir noch nicht. Zwei Gebiete sind noch offen. Die haben wir noch nicht kennengelernt. Labyrinthos kamen wir noch nicht weiter, weil im Labyrinthos... wurde uns der Weg versperrt in die unteren Bereiche. Dementsprechend, da geht nichts. So, da haben wir Matja. Hallo, Elefant. Oh, das war ein langer Sprint. Aber da sind wir. Das ist der Agama-Tempel. Gebaut wurde er als Mausoleum und Tempel zu Ehren der heiligen Agama. Früher war er viel, viel größer. Heute ist er nur noch ein kleiner Teil, erhalten. Bestimmt haben sie sich irgendwo in den Ruinen versteckt. Wir sollten sie suchen. Nein, komm nicht näher. Ich... Dufne, das war Quirasav. Oh nein, bitte nicht. Ich kümmere mich drum. Bleib du hier. Danke. Der Schrei kam von den Ruinen weiter hinten. Da bin ich mir sicher. Aber schön, dass er auch noch mal erstmal uns ein bisschen über die Geschichte des Tempels erzählt.
Ja. Weil ist ja nicht so, dass wir hier dabei sind, Leute zu suchen. Nein, nein. Dann soll er uns mal lieber was in... Soll er uns mal lieber erzählen, was er so heute so gemacht hat am besten. Wie sein Arbeitstag war, wie viele Fische er gefangen hat. Also ernsthaft. An manchen Stellen finde ich die Moves hier schon ein bisschen fragwürdig. Und die Entscheidung. Vor allem die Dialoge. Ja, Weltuntergang. Ja, reden wir einfach mal über die Herkunft dieses Tempels. Aus Quirasavs klaffenden Wunden strömt Blut. Seine Verletzungen scheinen zahlreich und schwer. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich... Nein. Wer... Alles ist so schwer. Meine Beine. Gar nicht. Meine Frau mit unserer Tochter. Sie sind geflohen. Bitte findet sie und sagt ihr, dass ich... Mirasaf, nein! Kirasaf, bitte nicht. Ich die liebe. Ich will nicht gehen. Mevan. Ihm gut zureden. Alles wird gut. Danke. Rettet meine Familie. Ach, Kerarav, mögest du Frieden finden. Also, ist Mevan noch mit dem kleinen Kind auf der Flucht? Wir müssen nach ihr suchen. Am besten in Richtung Palakasru. Bestimmt hat sie versucht, sich zwischen den Bäumen zu verbergen. Kerarav, es tut mir so leid. Sobald wir Mevan gefunden haben, kommen wir zurück und holen dich heim. Bespreche ich dir. Ja, super. Also der NPC-Schwund in diesem Addon ist beachtlich. Das letzte Mal habe ich so viele NPCs sterben sehen bei Final Fantasy 2. Es ist weit und breit niemand zu sehen. Auch keine Frau mit Kind. Natürlich nicht so praktisch. Boing. Aber wir werden die ganz sicher finden. Hier ist noch ein Ort, an dem wir gucken können. Ach komm. Natürlich sind hier Schatten unterwegs. Aber irgendwie sehen die schon ein bisschen fluffig aus, ne? Als könnte man die knuddeln und als Kuscheltier halten.
Sicherlich Fell. Wie ein kleiner, wie so ein kleiner pummeliger Fellball. Irgendwie ganz cute. Also wir wissen ja, dass es gar nicht so geil ist, weil halt eben die Welt am Untergehen ist und so weiter. Und dass diese Monster halt eben irgendwie so auslösertechnisch unterwegs sind. Aber irgendwie sind die süß. Mal ein bisschen auf Entfernung fahren, damit ich die Aggro verliere. So. Und wieder zum Zielort und abwarten. Vielleicht finden wir sie hier. Auch hier scheint Mewa nicht zu sein. Ach, die sind einfach schon im Dorf. Alles klar. Sind einfach zurückgelaufen. Während wir uns hier die Mühe gemacht haben, um sie zu suchen, haben die hier einfach so einen kleinen Rundumgang durch das Tal gemacht. Haben sich wahrscheinlich auch nochmal erzählt, wer und wann diese Ruine aufgebaut wurde und wem zu ehren. Hast du sie gefunden? Ich konnte nicht die kleinste Spur von ihnen entdecken. Ich auch nicht. Oh, verstehe. Dann ist sie wohl weiter weggelaufen, als wir dachten. Bitte, bitte lass sie nicht im Stich, oh Götter. Lass dir das Glück hold sein. Ja, wir haben im Süden noch gar nicht geguckt. Das wird sicherlich alles ein gutes Ende nehmen. Bin ich mir sehr sicher. Der Himmel scheint so weit frei, was? Ja, ich bin's. Wie sieht's bei euch aus? Verstehe. Ich richte es ihm aus. Bis gleich. In Razatan ist schon wieder eine gigantische Bestie aufgetaucht. Inmitten des Tumults ist Ahevan gefallen. Er hat sich zwischen die Bewohner und das Ungetüm gestellt. Der Bund und das Himmelsheer nehmen sich der Sache gerade an. Es gibt allerdings Berichte, dass die Biester auch in Palakas Ruh wüten. Deswegen müssen sie ihre Kräfte aufteilen, um beide Krisenherde unter Kontrolle zu bringen. Immerhin scheinen sie herausgefunden zu haben, unter welchen Bedingungen sich eine Person in eine Bestie verwandelt. Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Sie sind also die Saat des Grauens. Wahrhaftig ein fleischgewordener Albtraum. Und doch erwacht man aus einem Albtraum irgendwann. Oh, die Kinder Tavneas haben solches Leid nicht verdient. Ist es dann nicht an der Zeit, eine gewisse Entscheidung zu fällen? Razatan ist nun ohne seinen Magistrat. Und Ahevan wollte, dass du dich deinem Volk zu erkennen gibst. Doch was geschieht, wenn ich mich meinem Volk offenbare? Zwischen Sterblichen und Drachen klafft ein tiefer Abgrund. Mit dem kleinsten Streich meiner Klaue vermag ich ein sterbliches Leben auszulöschen. Ein einziger Biss und eure Körper sind entzweit. Ich konnte ihnen nur nahe sein, weil ich einen Körper wie den ihren nutzte. Ohne ihn verbreite ich doch bloß Angst und Schrecken. Kaum zu unterscheiden von den grotesken Kreaturen, die sie plagen. Das ist wahr. Sterbliche und Drachen sind grundverschieden. Deswegen fanden Resvelga und Shiva keine gemeinsame Zukunft, so heißt es. Die Sterblichen fürchteten sich vor den Drachen, trafen in ihrer Angst dumme Entscheidungen und schon befanden wir uns mitten im blutigen Drachenkrieg. In dessen Wirren zerstörte Nidhogg meine Heimat. Und im Gegenzug tötete ich seine Sippe und zahllose andere.
Niemand von uns zögerte, das Leben eines Drachen zu nehmen, während wir ihren Mord an uns Sterblichen scharf verurteilten. Aber hätte die Geschichte an dieser Stelle geendet, dann wäre Eisherz wohl kaum auf Resvegas Rücken gestiegen. Und unsere Heldin, gesegnet mit dem Auge eines Drachen, hätte den Krieg nie zu Ende gebracht. Und ich? Ich würde weiterhin Drachen schlachten, statt nun unser Gestirn zu verteidigen. Ich kenne Ahevar nicht gut genug, um seine Gedanken nachvollziehen zu können. Aber ich weiß, dass er für lange Jahre das Bindeglied zwischen den Sterblichen von Tafnir und einem Drachischen selbst war. Ein Mann wie er spricht keine Bitte leichtfertig aus. Und seine Worte waren voller Inbrunst. Du und dein Volk, euch verbindet bereits ein Band. Und genau daraus wird Tafnirs Morgen wachsen. Ah, die Verstärkung ist da. Und wir sind bereit. In der Tat, der Tisch ist gedeckt, Vritra. Auf in die Schlacht! Genau. So sieht's aus. Drachen sind halt eben auch nur Geflügel. Nebenbei muss Estini jetzt gerade hart aufpassen. Backflip ist definitiv die falsche Richtung. Wenn Mevan nicht zurück nach Palkas Ruhe gelaufen ist, sondern noch viel weiter vom Dorf weg, was sollen wir dann bloß tun, Düfte? Wir können sie ja nicht einfach im Stich lassen. Also zuallererst müssen wir Ruhe bewahren. Oder beruhige dich, Angst zu haben ist gerade schrecklich gefährlich. Willst du so enden wie die anderen, dann reg dich noch ein bisschen mehr auf. Ja! Oh, das ist die wahrscheinlich netteste und vielversprechendste Antwort, die man geben kann. Reg dich noch ein bisschen mehr auf. Werd halt eben auch zu einem dieser Monster. Mach ich das wirklich? Bin ich so herzlos? Ja, bin ich. Was soll das denn heißen? Die Leute verwandeln sich in Ungeheuer, weil sie Angst haben oder verzweifelt sind. Das erklärt einiges. So, hier sind soweit alle versorgt. Hat eure Suche etwas ergeben? Oh, das hat gerade so gut mit dem Sound gepasst. Du. Mit einem Säugling auf den Armen auch noch? Die Ärmste. Natürlich helfe ich bei der Suche. Hier ist ja im Moment nicht mehr viel zu tun. Ganz recht. Die schlimmsten Wunden sind geheilt. Wenn wir jetzt gehen, bedeutet das aber auch, dass wir das Dorf für eine Weile sich selbst überlassen müssen. Also sollten wir uns noch ein letztes Mal umsehen. Alizée und ich werden einmal die Mauer abgehen und nach Bestien Ausschau halten, die sich um Palakas Ruhe herum noch verstecken könnten. Könnten du und Matsya währenddessen Jeruvet auf den neuesten Stand bringen? Keine Sorge, wir werden alles tun, um Mevan zu finden. Ja, na klar. Lasst uns die Drecksarbeit machen, während ihr lustig da auf den Wänden rumspaziert und euch einen abfreut, weil guck mal, wie ich balancieren kann. Oh, ihr seid wieder da und unverletzt. Was für ein Segen. Habt ihr Kerasaf und Mevan finden können? Zumindest Kerasaf.
Nun. Ich hatte so sehr dafür gebetet, nicht noch einen Freund betrauen zu müssen. Mögen die Götter seine Seele zur Ruhe betten. Bitte, als Vorstand dieser kleinen Gemeinde flehe ich euch an. Findet Mevan und ihr kleines Kind. So viele andere sind ebenfalls geflohen, als die Bestien über uns herfielen. Auch über andere über ihren Verbleib weiß ich nichts. Solltet ihr ihnen begegnen, nehmt euch ihre an. Ich werde die Hiergebliebenen derweil beruhigen, so gut es mir möglich ist. Auf dass nicht gleich das nächste Unheil über uns hineinbricht. Es ist gut, oder? Dann verwandelt sich hoffentlich niemand mehr. Wir sollten deinen Freunden Bescheid sagen. Wir können auch einfach losziehen. Wir wissen ja eh, was wir vorhaben. Wir müssen jetzt nicht für jeden einzelnen kleinen Pups, den wir ablassen, informiert werden, oder? Wir sind einmal alles abgegangen, haben aber keine einzige Bestie mehr entdeckt. Vermutlich hast du auf deiner Suche nach Mevan schon alle erwischt, die sich noch um Palakas Ruhe herumgetrieben haben. Dann lass uns mit der Suche beginnen. Matsya, hast du irgendeine Idee, wohin sie geflohen sein könnte? Folgt man dem Ziroda nach Süden, gelangt man zu einer alten Tempelstätte namens Purusa. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele in ihrer Angst dorthin getrieben hat. Erasav hat sich schließlich auch in Tempelruinen versteckt. Das ist ein sehr guter Gedanke. Versuchen wir unser Glück dort. Ich bleibe in Matsyas Nähe. Könntet ihr beiden die Umgebung im Auge behalten? Es sollen ja noch andere Leute auf der Flucht sein. Vielleicht laufen wir jemanden über den Weg. Gut, das machen wir. Dann auf nach Purusa. So, auf zu den nächsten Windätherquellen. Schauen wir mal. Südwesten. 487 Jalme Südwesten. Wir tickern hier einfach weiter. 398. Wir sind schon ziemlich dicht unterwegs. Gladiators Ruh, das klingt ja auch geil. Und es sieht auch ein bisschen so aus, als ob wir hier in der Nähe Westen. Als ob hier unten die nächste Windätherquelle auf uns wartet. Wir sollen nur nicht einfach reintauchen. Das Wasser sieht irgendwie ungesund aus. Außerdem kann es nämlich auch sein, dass das hier so ein bisschen trickier ist. Wenn man hier erstmal so rum muss. Dann ist die hier oben oder so. Schauen wir mal. 32 Jahre in Richtung Westen. Diese Richtung. Da ist sie. Da ist sie doch. Wunderbar. Die vorletzte. Sind noch eine und die ist sicherlich von hier aus genau im Osten. Südosten. 337 Jalme. Der Weg von da zur Quest ist auf jeden Fall kürzer. Dann teleportiere ich mal wieder hier rüber. Und radel dann einfach von hier aus wieder los. Weil ich glaube, wir müssen dann eh von hier nach da unten. Und dann passt das alles ja sehr gut. Vielleicht finden wir dort Leute oder Monster oder beides. Monster, die Menschen angreifen. Oder Menschen, die Monster angreifen. Ah, seht ihr mal. Monster zumindest. Sind das gute Monster oder sind das böse Monster? Doofe Frage. Die sind natürlich alle Monster böse. Mach das Ding mal kaputt, du!
Kann doch nicht so schwer sein. Ich lasse das mit Verwegenheit auch gerade ganz bewusst. Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich das nicht brauche. So. Komm, mach kaputt. Geht doch. Da meine Frau aus Palakas Ruh. Vielen Dank. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Hm? Nein, ich bin zwar nicht Mevan, aber aus Palakas Ruh komme ich schon. Sie ist auch geflohen, nicht wahr? Bitte, gebt sie nicht auf. Sie muss hier irgendwo sein. Um mich müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich schaffe es schon alleine zurück zum Dorf. Perfekt. So, Windätherquelle sagt... Südwesten. Alter, warum auf einmal so weit in Südwesten? Ach, guck mal, da war auch Matsya. Ah, da bist du ja. Schau, das da vorne ist Purusa. Als wir angekommen sind, haben wir direkt Bestien entdeckt, die auf Leute losgegangen sind. Alize und Alfino haben sich schon sofort dazwischen gestürzt. Aber bestimmt sind die hier noch viel mehr. Pass auf dich auf, ja? Na, aber sicher doch. Ja, Jordat! Wobei ich natürlich viel besser weiß, wie man in Fallen tappt. Guck mal, da vorne. Da ist schon wieder der nächste Gegner, der auf uns wartet. Hallo! Charge! So, Numero Uno. Jetzt beiseite geschoben. Und den zweiten auch gleich weg. So. Toll. Nix, was hier aussieht, als könnten wir hier... Och, Mann. Ja, sehr schön. Das gefällt mir ja wieder. Alfino ist hier wieder am Labern mit den Leuten, während wir hier wieder die Drecksarbeit erledigen. Wie immer. Mit den Kindern hier. Aber wir werden unser Blindzerstörung. Bonk. Ach shit, das sind ja zwei. Ah ne, Blödsinn, das sind nicht zwei. Ich war jetzt blöd. Ich habe jetzt gerafft, dass da noch jemand die Quest macht. Na komm, helfen wir denen doch einfach mal. Sind wir mal ein bisschen sozial. Wie die meisten hier eigentlich in dem Spiel. So, 243 Jalme Richtung Westen. Holen wir, komm, die Wind in der Quelle sammeln wir ebenfalls ein, bevor wir die Quest abgeben. Einfach damit wir alle Windätherquellen haben. Dann müssen wir nämlich nur noch die Quests machen. Das ist echt tausendmal angenehmer. Süden. Süden in diese Richtung. Da ist sie. Die letzte. Die letzte Windätherquelle wartet auf uns. Zumindest die letzte, die wir hier so einfach frei erwerben können. Also frei erwerben. Die wir einfach aufsammeln können. Sehr, sehr schöne. Schön. Jetzt finden uns nur noch die vier Quests. Die machen wir aber auch erst, wenn die, wenn wir alle Quests freigespielt haben. Das dauert noch ein bisschen. Hier sind erst zwei von fünf. Eigentlich müssten es vier sein. Es gibt ja mal eine Quest, eine Story-Quest, die Windätherquellen liefert. Und dann gibt es die vier Side-Quests. Das ist so eine ungeschriebene Regel, die sich seit Heavensward so durchgesetzt hat.
Und darum machen wir das einfach mal so. Piu, piu, klatsch, klatsch, hau, hau, krach, krach. So, hinfort. Ach nö, jetzt muss ich wieder einmal drumherum fahren oder was? Ach Mann, ey. Unter 1000, sehr schön. Michi kommt langsam aber sicher ins Spiel rein. Aber wenn du unter 1000 bist, dann hast du ja noch so, ja, eine Stunde bis dreiviertel Stunde vor dir, bis du ins Spiel reinkommst. Das passt ja auch richtig. Ah, Dufte, da bist du ja. Wie steht es um die Dorfbewohner? Ja, ja, so viel habe ich nicht gesehen. Aber sie haben Angst. Hey Sascha, schön, dass du auch da bist. Doch so viele Bestien also. Gut, dass du dich ihrer gleich angenommen hast. Versammeln wir die Überlebenden und kümmern uns um ihre Wunden. Alles wird gut. Der Schmerz lässt bald nach. Hat irgendjemand Mevan gesehen? Hier ist sie also auch nicht. Wir sind einmal alles abgegangen. Haben dabei aber weder Biester noch weitere Dorfbewohner gefunden. Ah, willkommen zurück. Hier sind fürs Erste auch alle versorgt. Was sollen wir denn jetzt machen? Sicherlich nimmt man uns anderswo auf. Vielleicht können wir eine Weile lang nicht zurückkehren, aber irgendwann doch bestimmt. Ganz bestimmt. Anderswo? Ist anderswo denn sicherer? Das weiß ich nicht, aber es ist alles verloren. Egal, wohin wir uns wenden, ist es doch überall gleich. Und selbst wenn nicht, meine ganze Familie, sie sind alle. Oh. Das ist ganz schlecht. Wir müssen sie auf andere Gedanken bringen, sonst... Hey! Hey! Wir sind doch in Purusha, oder nicht? Einem heiligen Ort. Und das bedeutet, dass wir den wahren Göttern ganz nah sind. Unseren Tiergöttern. Hier beschützen sie uns. Also gibt es gar keinen Grund, jetzt den Kopf hängen zu lassen. Genau. Denkt an die erste Lehre der Götter. Ihr alle kennt sie in- und auswendig. Ihr alle habt sie rezitiert, wann auch immer es euch schlecht ging. Hab ich recht? Höre diese Worte, Kind des Lebens. Die Schönheit ist nur Teil des Seins. An jedes Wesen Seite wandeln Kummer, Schmerz und Gram, denn Unglück pflastert unsere Wege. An steinig Pfades Ende wartet weder Lohn noch Preis. Nur todesschwarzer Schlund schnappt nach jedem deiner Schritte. Er schenkt dir Furcht und Trauer, Zorn und Hass. Niemals sollst du deine Augen schließen. Schreite fort und stelle dich dem Leben. Denn jener Schmerz, der an dir zerrt, ist weder Schand noch Makel.
Wie Schmiedes Hammer stete Schläge stellt er deine Seele und formt dich zu stolzer Klinge. Ich danke dir, mein Junge. Es sind Zeiten wie diese, in denen wir uns der Worte der Götter besinnen müssen. Auch euch gebührt unser Dank dafür, dass ihr uns gerettet habt. Mevan habt ihr noch nicht gefunden, oder? Macht euch keine Sorgen um uns. Wir schaffen es allein ins Dorf zurück. Aber hilf doch bitte, nach ihr zu suchen. Selbstverständlich. Der Weg sollte frei von Bestien sein, aber gebt dennoch auf euch Acht. Geht keinesfalls alleine und wartet bitte, bis alle versammelt sind. Das war ein sehr bewegender Anblick, Matsya. Gut, dass du die Leute an die Worte erinnern konntest, die ihnen ganz offensichtlich sehr viel bedeuten. Diese Lehre wurde uns von den Tiergöttern in ihrer endlosen Weisheit mitgegeben, als das erste Leben zu sprießen begann. Wisst ihr, mir wachsen Dinge schnell über den Kopf hinaus. Wenn ich wütend werde, Angst habe oder nervös bin, selbst wenn mir keine Fische ins Netz gehen, ich rezitiere dann immer diese Zeilen. Es war jedenfalls eine fantastische Idee. Selbst ich fühle mich bestärkt von diesen Worten. Auch wenn sie wirklich nichts beschönigen. Aber sie sind wahr. Das beweist das Leben jeden Tag aufs Neue. Wir wachsen mit dieser Erkenntnis auf, dass uns auf unserem Weg unzählige Schwierigkeiten begegnen werden. So sind wir von ihnen nicht überrascht und genießen die Zeiten umso mehr, in denen es uns gut geht. Ich verstehe und muss zugeben, dass Weisheit darin liegt. Suche in der dunkelsten Stunde nach der Freude. Nur jene, die in die Fratze der Verzweiflung gestarrt haben, durch Kummer und Leid gewartet sind und doch immer weiter vorangeschritten sind, nur jene finden das wahre Licht in sich. So, derart gestärkt müssen wir uns jetzt mit neuem Eifer auf die Suche nach Mevan machen. Habt ihr das gesehen? Da ist eben jemand vor einem Biest geflohen. Die Frage, die sich mir an dieser Stelle stellt, ist, wie wichtig ist diese eine einzige Person mit dem Kind, dass wir jetzt die letzten anderthalb Stunden damit verbracht haben, die beiden zu finden? Wie dem auch sei, wir sind keine Unmenschen, wir werden uns der Sache annehmen, aber nicht jetzt, sondern nach einer Pause. Bis gleich!